Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Leistungssteigerung, Chiptuning, Kernfehleroptimierung. Das Thema ist sehr interessant, deswegen bieten auch viele Hersteller von sich aus eine legale, offizielle Leistungssteigerung an, wie zum Beispiel auch BMW. Es gibt auch BMW Performance Kits, die auch eine Leistungssteigerung anbieten. Häufig werden auch Motoren gebaut mit verschiedenen Leistungsstufen und je nachdem, wie viel ihr bezahlt beim Kaufpreis, entsprechend ist die Leistungsstufe nur softwaretechnisch geregelt. Aber man kann natürlich auch eine Leistungssteigerung auch selber machen lassen, nachträglich von verschiedenen Anbietern. Doch in diesem Video besprechen wir darauf, was ihr da zu beachten habt. Denn so ein Fahrzeug ist sehr komplex. Es gibt die Motoren, die sind so gebaut, leider nicht qualitativ so wie die älteren Fahrzeuge. Und die müssen natürlich auch mehr leisten. Die haben mehr Leistung, die verbrauchen weniger und man hat auch natürlich die Problematik, die müssen immer sauberer sein. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, bieten wir auch eine Leistungssteigerung, eine Kernfehleroptimierung aus der Ferne an. Das heißt, wir schicken euch ein Kabel zu und über das Kabel können wir das Fahrzeug entsprechend programmieren. Vor dieser Programmierung machen wir natürlich eine vollständige Diagnose der einzelnen Komponenten. Auf die gehe ich in dem Video gleich einmal nochmal ein, dass ihr seht, was man alles vorher prüfen sollte, bevor man das Auto Leistung steigert. Denn man sollte gucken, dass das Fahrzeug technisch im vernünftigen Zustand ist, bevor man eine Mehrleistung dem Fahrzeug abverlangt. Nur wenn jemand zum Beispiel eine Leistungssteigerung alleine macht, sich auf das ganze Thema nur spezialisiert hat, ist es natürlich schwierig, wenn man alle Marken durch die Bank macht, denn man hat von vielem Ahnung, aber vielleicht nichts von allem genau. Deswegen kaufen wir alle unsere Datensätze, die wir für eine Leistungssteigerung verwenden, von verschiedenen Firmen ein. Denn es gibt keine Firma, die alle Fahrzeuge, alle Marken vernünftig macht. Das ist technisch einfach nicht möglich, dafür gibt es zu viele Veränderungen. Daher, wenn wir eine Leistungssteigerung machen, dann kaufen wir den besten Datensatz für euer Fahrzeug, denn für alle Datensätze bezahlen wir mehr oder weniger das Gleiche. Und wir wollen natürlich für das Geld, was wir investieren, das bestmögliche Produkt, um euch entsprechend das bestmögliche Produkt zu bieten. Wichtig bei einer Leistungssteigerung ist, dass bevor man das Fahrzeug Leistung steigert, man das Auto auf den neuesten Softwarestand bringen sollte. Denn die Fahrzeughersteller bringen nicht einfach so neue Software-Updates heraus, sondern die lernen was dazu. Es werden Fehler beseitigt und es macht keinen Sinn, auf eine Asbach uralte Motorsoftware eine Leistungssteigerung zu machen. Es hat außerdem den Vorteil, wenn ihr irgendwann zu BMW fahrt und ihr habt schon eine neue Motorsoftware, dann und BMW macht ein Update des gesamten Fahrzeugs, wieso auch immer, dann ist es so, dass dieses neue Motor-Update nicht mehr überschrieben wird. Denn es ist ja schon neu und dann ist eure Leistungssteigerung nicht weg. Aber ich zeige euch erstmal, welche Möglichkeiten von Prüfung es überhaupt gibt und welche Sachen man vorher prüfen sollte, bevor man an eine Leistungssteigerung denkt. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2.500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17, das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspritzdüsen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht
normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen. Denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaugbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrußen die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikelfilters unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansaugbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmstenfalls sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und wir werden für euch eine Lösung finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.